Modeling, an einem Beispiel von Sales4Reporting. Mein Name ist Cemal Aslan und ich werde Sie durch das Webinar begleiten. Also organisatorisches vorweg, Sie sind alle stumm geschaltet. Die Fragen können Sie über die Chatfunktion vom GoToWebinar stellen. Bitte können Sie sich da Ihre Fragen einzugeben. Wir werden diese dann gesammelt am Ende abarbeiten können. Ich darf an der Stelle hinweisen, dass diese Session aufgezeichnet wird. Das Ganze wird sich dann wiederfinden in unserer YouTube-Session, in unserer YouTube-Channel, wo Sie auch alle anderen unserer Webinare wiederfinden. Die Unterlagen, die Präsentation werden Sie auf SlideShare entsprechend vorfinden können. Weitere Webinartermine sind in den nächsten drei, da geht es halt um Master Data Governance am 1.7. Am 15. Juli beschäftigen wir uns mit HR Analytics sowie Ende Juli dann mit einer flexiblen Maßnahmenplanung inklusive Kommentierung am Beispiel mit SOPBW integrierte Planung. Wir haben noch weitere Webinartermine, die dann über die Termine hinausgehen. Das alles finden Sie in unserem auditorischen Channel unter auditorischen.de Veranstaltung. Kurz Vorstellung zu uns, für die, die IT Solution nicht kennen. Wir sind ein Beratungshaus mit dem Schwerpunkt SAP NetLeader. Wir haben drei Geschäftsfelder, in denen wir operieren. Das ist Business Intelligence. In dem Geschäftsbereich befassen wir uns mit Prozessen, die die Unternehmenssteuerung betreffen, sprich Reporting und Planungsprozesse. Dort bilden wir Reporting-Anforderungen, also Plananforderungen von unseren Kunden mit SAP-Standards, also auch Eigenentwicklung an der Stelle ab und bauen dort das Reporting-System an der Stelle auf. Ein anderer Geschäftsbereich befasst sich mit Prozessoptimierung. Dort geht es in der Regel um BPM-Modelle, um entsprechende SOA-Entwicklungen, die dann prozessunterstützend wirken. Des Weiteren führen wir eine Technologieberatung durch. Wir unterstützen im Setting, im Setup von diversen Systemlandschaften, beispielsweise Autorisierungsmodelle, IBM. Das sind entsprechend die Beratungsschwerpunkte, in denen wir operieren. Wir haben in Deutschland drei Standorte. Einmal unser zentrales in Heilbronn, darüber hinaus sind wir in München und in Neuss vertreten. In der Schweiz haben wir dann eine Dependance sowie ein Nearshoring-Standort in Bulgarien, Sofia. Das sollte doch soweit gewesen sein zu unserer Unternehmung. Mein Name ist Cemal Aslan. Ich bin Seniorberater in dem Bereich Business Intelligence, Unternehmenssteuerung und befasse mich dort mit Reporting-Lösungen mit SAP. Kurz zu dem Inhalt unserer heutigen Veranstaltung. Wir befassen uns mit dem Thema, worum es geht, ein HANA, ein BW und HANA aufzusetzen, was also quasi aus einem Proof of Concept zu einer produktiven Landschaft. Also an der Stelle bietet das Ganze eher ein Schnittstellen-Thema in Richtung Basis ab. Ich möchte das Ganze an der Stelle abgrenzen. Also wir gehen schon ein Stück weit Richtung Basisthemen, aber betrachten das Ganze aus der Applikation. Das heißt, wir leiten uns an der Stelle an und geben Hinweise, wo man sich befassen muss, aber es ist das Gleiche, wie das die Basis an der Stelle dann macht. Fangen wir an. Ausgangsinhalt, wir schauen uns die Ausgangssituation an, dann die Nutzung des Modells. Hauptschwerpunkt des Ganzen werden dann die Migrationswege sein, die sich dann aufzeigen, wenn man halt das BW on HANA dann migrieren möchte oder zu einem BW on HANA produktive Landschaft bewegen möchte und geben Ihnen nachher ein Beispiel zu einem Ablauf des Migrationsplans. Ausgangssituation. Meistens haben wir folgende Situationen. Wir haben ein produktives BW-System, eine Landschaft mit drei Tier-Systemlandschaft. Wir haben ein Entwicklungssystem, wir haben ein Testsystem und wir haben ein Produktsystem.
Unterhalb der Systeme haben wir entsprechende SAP, ERP-Systeme, Entwicklung, also Tests für die Produktivsysteme. Und das ist eine bestehende Landschaft und die produktive Einsatz. Und in mittleren oder größeren Unternehmen haben wir dort auch einen Prozess von 7x24, wo wir Wartungsfenster schon kaum noch haben. Also ein starker Betrieb. In dem Zuge, wenn wir das Thema BW und HANA dazu bekommen, dann heißt es, okay, was ist das Leistungspotenzial von so einem System? Was wird die In-Memory-Technologie für unseren konkreten Fall bringen? Und dann halt haben wir das Problem, dass wir einen laufenden Betrieb haben und der soll an der Stelle nicht gestört werden. Das heißt, gerade bei der Evaluierung des BW und HANA, bezogen auf die konkreten eigenen Modelle, also auch im Vergleich zu einem BWA beispielsweise, wird dann in der Regel eine Art Sandbox aufgebaut, wo es dann beim Proof of Concept darum geht, die Potenziale von BW und HANA zu eruieren. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, in diesem Sandbox-System quasi die Datenmodelle aufzubauen und diese dann schon mit HANA zu optimieren und dann diese beiden Modelle gegenüberzustellen und zu vergleichen. Aus dem konkreten Projektfall, wo was ich jetzt hier der unser Szenario zugrunde lege, ist es auch genauso gewesen. Wir haben hier ein BW und HANA, das wir in einer Sandbox aufgebaut haben. Als Datenquelle fungiert in dem Moment das BW-System, worauf wir die Daten entsprechend ziehen. Und da wir dieses BW und HANA mit dem Echtfall dann vergleichen, haben wir in dem Moment halt auch schon produktive Daten eingebunden, um dann tatsächlich 1:1 wirklich auf das Ganze abzubilden. Das bedeutet, dass wir halt auch ein BW-Modell, das wir hier entsprechend aufgebaut haben, aus dem alten erstmal überführen in ein neues. Das wird in dem Zuge des Projektes, wo wir in eine In-Memory-Datenbank gehen, also auch bestehende Modelle zu hinterfragen und hinsichtlich der Sinnhaftigkeit oder der Redundanzen nochmal so weit zu reduzieren. Das haben wir in diesem Projekt so weit gemacht, dass wir ein bestehendes BW-Datenmodell zum einen optimiert haben, dass wir redundante Objekte reduziert und diese dann verschlankt haben. Zum anderen haben wir dann im BW-System on HANA dann die Ebene der Infocubes dann so reduziert und haben greifen mit den Queries dann direkt auf die DSS zurück. Das ist an der Stelle schon ein deutlicher Eingriff in ein Datenmodell. Und wenn wir das Ganze aus dem Blickpunkt des Sales Reporting uns anschauen, wenn Sie Sales Reporting kennen, dann wissen Sie, dass uns dort die LIS-Expressoren, wo es um Auftrag, die Lieferung und die Faktura-Daten geht, die eine gewisse Komplexität in der Delta-Mechanismus aufweisen. Und dieses ist nicht so ganz ohne in einem bestehenden BW ohne Risiko anpassbar, wenn man denn nicht am Ende sicher ist, dass das ganze Modell auch dann weiter bestehen bleiben wird in Zukunft. In einem Proof of Concept oder in einem Sandbox-Szenario können Sie das machen, indem Sie das Modell halt transportieren in die Sandbox, das dort soweit modifizieren, in die Form bringen, wie Sie sich das entsprechend vorstellen. Und falls das Ganze soweit nicht passt, dann können Sie das dort dann schon wieder verwerfen und kehren wieder zurück zu dem ursprünglichen Modell. Dort der Vorteil dieses Sandbox. Ähnliches ist dann auch hier gemacht worden. Wir haben hier ein BW und HANA Datenmodell aufgebaut, was sehr schlank gehalten ist, wo dann nur noch die Objekte enthalten sind, die auch entsprechend Daten nach Business-Logiken persistent halten und wo halt keine Persistenz notwendig ist, wird halt keine Persistenz auch vorgehalten. Zielsetzung im zweiten Step ist in dem Moment, wenn das Proof of Concept erfolgreich gewesen ist und BW und HANA tatsächlich überzeugt hat. Und jetzt hat die Frage stellen, gut, wie wird der nächste Schritt aussehen? Wie sieht die Migration? Wird das eine Migration sein? Wird das ein Neuaufbau des Systems sein, der Systemlandschaft? Und wie vor allem können wir die Datenmodelle, die wir in unserem Proof of Concept erarbeitet haben, weiterverwenden? Das heißt, wie kommen wir von dem Zustand, den wir jetzt vorher hatten, zu einem Zustand,
wo wir dann entsprechende eine 3-Systeme-Landschaft analog, diesmal aber mit BW und HANA dann haben. Und darum sollte es in Cloudnet auch gehen. Bei der Migration zu HANA ist das in der Regel so, dass wir in dem Moment halt von der Datenbank sprechen. Das BW-System bleibt ja, ist der Applikationsbereich, der ist getrennt von der Datenbank. Bei einem BW-System auf einer traditionellen Datenbank oder einem BW-System auf einer HANA-Datenbank ist im Grunde genommen die Datenbank der Unterschied. Zum einen gibt es hierfür mehrere Varianten, wie man das Ganze bewerkstelligen kann. Zum einen gibt es halt die Möglichkeit der Neuinstallation mit dem Software Provisioning Manager, das ist halt ein Tool von SAP, das an der Stelle dieses unterstützt. In dem Moment wird halt eine Neuinstallation durchgeführt. Es wird halt quasi ein neues BW-System aufgesetzt, das dann mit einer HANA-Datenbank verknüpft ist. Und das Ganze bekommt eine eigene Verbindung Richtung Quellsystem. Und wir haben nachher dann innerhalb dieses Modells dann die Aufgabe, per Metadatentransport die Datenmodelle von dem ursprünglichen BW-System das neue BW-System zu transportieren. Vorteil von dem Ganzen ist, Sie starten quasi auf einer grünen Wiese. Sie können von einem BW-70X-System, also Sie haben keine Bedingungen an das BW-System, mit dem Sie dann in der Stelle starten. Sie können direkt mit einem neuen BW-System, was eine entsprechende Version 731 oder ST5 oder 74 ist, dann starten, das System aufbauen und danach die Metadaten transportieren. Herausforderung an der Stelle ist bezogen Richtung Quellsysteme, eben die Synchronität der Datenversorgung hier vorzuhalten. Das heißt, solange Sie hier noch den Transport noch nicht beendet haben, müssen Sie letztendlich dafür Sorge tragen, dass die gleichen Daten, die Sie in das ursprüngliche BW-System laden, auch in das neue Datenmodell übertragen werden. Oder Sie müssen, wenn Sie mit dem ganzen Modell fertig sind, wieder eine neue Initialisierung fahren. Die Variante 2 beschreibt eine In-Place-Migration mit dem Software Provisioning Manager. Voraussetzung dafür ist, dass Sie von dem Ausgangs-BW als auch von dem Ziel-BW die gleiche Version haben. Das heißt, Sie müssen dann schon 731 SP5 haben, weil mit ab da wird also HANA als Datenbank und System unterstützt. Und migrieren nachher von Oracle eben rüber zu HANA. Beispielsweise. Und wenn das Ganze dann geschehen ist, wird dann die ursprüngliche Datenbank dann entfernt. Und das ist das in dem Moment also eine traditionelle Migration der Datenbank. Vorteil des Ganzen ist halt, dass Sie die bestehenden Data-Logiken, die Sie jetzt hier aufgesetzt haben, ähnlich wie in der Datenbankmigration auch im Moment mit der traditionellen Datenbank, so wie Sie es an der Stelle kennen, Sie brauchen dort hier nur die entsprechenden Jobs auszuplanen. Das Delta-Handling wird hier in der Delta-Queue gesammelt und sobald die Datenmanipulation beendet ist, können Sie hier mit dem nächsten Delta die Daten wieder reinholen. Die Variante 3 beschreibt letztendlich die Kombination von den ersten beiden Varianten. Das heißt, Ausgangspunkt ist, Sie haben ein BW-70-System, Sie machen eine Systemkopie davon, dann haben Sie ein BW-70 auch hier. Dort machen Sie zunächst ein Upgrade auf einen nächsten Release-Stand und nach dem Update also eine In-Place-Migration der Datenbank zum HANA-System und switchen nachher in der Quellverbindung das entsprechend dann um. Also wir haben halt zwei Tools, auch von Seiten der SAP, die an der Stelle das Verfahren unterstützt. Also wir haben halt die Data Migration Option sowie die Post-Copy Automation. Bei Tools, die Sie dann an der Stelle mit den verschiedenen To-Do-Listen und den einzelnen Steps dann unterstützt. Grundsätzlich gibt es dann für die Fragestellung, wie Sie dann die Datenbank an der Stelle verwenden, wieder verschiedene Optionen. Sie wissen, dass Sie auf einer HANA-Datenbank mehr als ein Schema verwalten können. Sie können dort beispielsweise in der gleichen Datenbank zwei Datenbankschemata benutzen.
in dem Moment haben, sprechen wir von dem sogenannten MCOS, wo wir halt Multiple Components on One System haben. Diese Option wird unterstützt nur für Entwicklungen und Testumgebungen. Und das sogenannte MCOT, quasi Multiple Components on One Database, wo wir halt innerhalb der Datenbank dann zwei Schemata haben, das ist ebenfalls für bestimmte Applikationen im Rahmen einer Whitelist unterstützt. MCOS, also zwei Datenbankschemata, zwei getrennte Datenbanken innerhalb einer Appliance. Das ist nochmal zur Abgrenzung des Ganzen. Während wir beim MCOT innerhalb der gleichen Appliance auf der gleichen Datenbank in zwei getrennten Schemata sind. Daneben haben wir, existiert auch eine Virtualisierungsmöglichkeit von HANA-Systemen. Hier sind wir auch im Bereich der Entwicklung, gerade auch der Testsysteme. Die wird dann virtualisiert bereitgestellt werden. Und hier sind sie in verschiedenen virtuellen Maschinen, wo sie dann jeweils eine HANA-Datenbank und entsprechendes Schema haben. Ein technisches Co-Deployment, was wir jetzt hier an der Stelle sehen, ist letztendlich eine parallele, ja, ein paralleles Deployment von verschiedenen Applikationsservern auf die gleiche Datenbankinstanz, die dann entsprechend abgebildet wird. Ähnliches gilt es auch bei einem BW-on-HANA, wie wir jetzt hier in der Grafik, bezogen auf die Business Suite. Aber letztendlich gilt es nämlich, gelten ähnliche Reflexionen auch für das BW-on-HANA. Hierzu habe ich an der Stelle die notwendigen Hinweise aufgelistet, die in dem Moment relevant sind, wenn Sie das Ganze hinterfragen möchten und dort verschiedene Entscheidungsoptionen sehen möchten, dann würde ich Ihnen raten, sich diese Hinweise dann schon näher anzuschauen. Soviel zu den Migrationswegen, die sich an der Stelle auftauchen. Wie könnte so ein Migrationsplan denn aussehen? Aus unserem konkreten Beispiel haben wir einen Projektplan mal exemplarisch aufgelistet. Startpunkt wäre mit dem Juli 2014. Dort geht es um die Remodellierungsphase 2, quasi die Remodellierung, wo es darum geht, Redundanzen aus dem bestehenden Datenmodell so weit zu entfernen, dass das ganze Datenmodell verschlankt wird, dass wir die Datenmenge reduzieren und soweit das Housekeeping so weit gemacht haben, dass wir dann schlanken Datensetting entsprechend starten. In dieser Zeit, wo diese Phase läuft, findet dann auch das Entscheidungsszenario, das Migrationsszenario dann statt, wo halt entschieden wird, was denn jetzt genau gemacht wird. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir die Annahme, dass wir die Variante 2 fahren, also quasi die In-Place-Migration der Daten. Wir sehen hier zum einen auch den Einbindung der Phasen zu legen, wo es dann entsprechend zu Tools zwischen der Applikationsmannschaft und also der Basismannschaft dann gibt. Ebenso wird innerhalb dieses Zeitraums ein VDAC-Szenario definiert, wo dann aufgrund von Datenbanksicherungen und Systemsicherungen eine Möglichkeit des VDACs realisiert wird. Technische Grundlagen werden geprüft, dafür wird die Zeit angewandt und dann geht es uns darum, muss die Hardware bestellt werden und die muss dann bis zum Ende dann entsprechend da sein. Und innerhalb dieses Zeitraums laufen dann weitere Tasks dann ab, wie zum Beispiel Systembereinigung. Das heißt Housekeeping, Bereinigung von Changelogs, von PSA, von DSOs etc., die Archivierung von nicht mehr benötigten Daten, die Verbindung zu einem WLAN-Storage-System ist hier eine wichtige Option, die dann in Angriff genommen werden sollte, sowie eine Dictionary- und Repository-Bereinigung. Das Ganze wird auch systemseitig unterstützt. Hierfür gibt es von der SAP bereitgestellte Programm, das HANA Migrationscockpit, was wir an der Stelle auch mit verschiedenen Listen und Monitoren unterstützt. Hierzu gibt es weitere Informationen in den entsprechenden Hinweisen.
Wir haben weitere Vorarbeiten, ja, die dann laufen, nicht mehr benötigte Bewegungsmodelle zu löschen und das entsprechend so weit zurückzutransportieren, dass das Ganze aus den Entwicklungen, aus den Quellen, aus den Tests, als auch aus dem Produktionssystem intern sind. Wir verifizieren das Ganze und sichern das Ganze nochmal und nehmen das System einmal ab in dem Zustand vor der Migration. Damit haben wir die Vorarbeiten beendet und starten mit der Migration. Zum einen beginnen wir mit einem Upgrade von dem BW74-System auf ein BW70-System auf ein BW74-SP5 Minimum. In dem Moment gibt es auch eine Downtime in dem Entwicklungssystem. Später wird das Entwicklungssystem dann auf Funktionen getestet und abgenommen. Und anschließend beginnt das Ganze weiter auf dem Testsystem. Wo das Testsystem auch gelaufen ist, wird halt auch dieses abgenommen und entsprechend auch den entsprechenden Service-Stand gehoben. So. Nach den Funktionstests, die dann entsprechend auch gelaufen sind, in den jeweiligen Systemen, geht es dann mal darum, ist die HANA dann bereitgestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei HANA-Systeme, eins für die Test- und für die Entwicklungsumgebung, sowie ein weiteres HANA-System, was für die Produktivumgebung dann bereitgestellt wird. Und an der Stelle wird halt der Meilenstein gesetzt, dass dann beide Systeme dann bereitgestellt sind. Die Hauptmigration, die dann stattfindet, findet dann halt in dem Moment auf dem Entwicklungssystem erstmal statt. Dort gibt es auch wiederum eine Freeze, eine Downtime im März 2015, wo dann halt die Datenbank migriert wird und dann nachher nochmal getestet wird. Dort gibt es halt eine umfassende Prüfung, dass dann alle Verbindungen und so fort entsprechend funktionieren. Sowohl die Datenbankmigration auf dem Testsystem oder auch, dass diese entsprechend dann funktioniert. Und dann geht es dann ins Wichtigste, nämlich das produktive BW-System, wo wir dann dort quasi aus den Erfahrungen des Tests als auch des Entwicklungssystems dann einfach umsetzen. Und hierfür wird angenommen, dass das Ganze innerhalb von einem Monat zu bewerkstelligen ist. Soweit geschehen, bleibt dann übrig, das Sandbox-System an der Stelle dann bereinigt wird. Jetzt geht es quasi um die Rückintegration des Datenmodells, was in der Sandbox erzeugt worden ist. Das wird dann in dem Moment um die Elemente bereinigt, die dann redundant sind im Vergleich zu dem produktiven BW-System. Dieses Datenmodell wird dann auf das Entwicklungssystem zurücktransportiert, also von dem Sandbox HANA-System, womit man im Proof of Concept gearbeitet hat. Dieses Modell kommt jetzt zurück auf das Entwicklungssystem, wird transportiert auf das Q-System und dann nachher auf das produktive System und entsprechend getestet. Während dieser Zeit läuft eine Optimierung der HANA-Umgebung, das heißt, die Parameter werden an der Stelle geprüft, es werden die Codings nochmal gecheckt und gerade entsprechende Select-Stern- oder Nested-Loops sowie Indizes werden gegebenenfalls nochmal korrigiert. Ebenso werden hier nochmal die Propagation Layer, also quasi die Datenschicht der Info-Cubes, die Sie aus dem traditionellen BW herauskennen, wo dann die Daten vorgehalten werden, die dann für Queries optimiert sind in der Struktur, wo aber in der Transformation keine Logik mehr stattfindet. Diese werden an der Stelle nochmal geprüft und wenn es tatsächlich so ist, dass dort keine Logik mehr angewendet wird, werden diese dann entsprechend auch entfernt, sodass danach die Queries direkt auf dem DSO dann arbeiten können. So, das war eigentlich von der Position zum Hauptteil.
An der Stelle hätten wir jetzt die Möglichkeit für Ihre Fragen. Soweit Fragen sind, schauen wir uns gerne mal kurz an. Wie viele sind schon einige Fragen gekommen? Okay. Eine Frage bezog sich gerade auf das Beispielmodell, was in dem, was jetzt in dem Beispiel gezeigt worden ist, bezogen auf die SIP. Das war jetzt beispielsweise, ach Moment, ich gehe mal hier hin. Genau. Also wie die Bezeichnung hier, das ist jetzt, ja, kann man als Variable sehen, also das ist eine Bezeichnung von R10, R20, R30 bezeichnet hier an der Stelle drei verschiedene ERP-Systeme, die für drei verschiedene Regionen gelten können. Beispielsweise wäre R10 für die Region Amerika, R20 für Zentraleuropa und R30 für den Nahen Osten und Asien. Beispielsweise. Das ist letztendlich eine Bezeichnung von drunterliegenden ERP-Systemen. So. Gibt es noch weitere Fragen an der Stelle? Okay, ich sehe die Frage, die ich jetzt bekomme, bezieht sich auf die Größe, auf das zugrunde liegende BW-System in dem Beispiel. Der Zeitplan für die BW-Umstellung ist ja recht lange. Das ist richtig. Wir sprechen hier von einem BW-System eines großen Unternehmens. Denn im Beispiel sehen wir halt an den ERP-Systemen, es ist ein globales BW-System, wo aus drei verschiedenen Zeitzonen Daten regelmäßig geladen werden. Und das ist vom Umfang her, sind es auch entsprechend mehrere tausend BW-Benutzer. Das ist von der Dimensionierung her ein recht großes BW-System. Von der Zeitdimensionierung in dem Plan her ist es auch so, dass wir dort gerade die meisten Zeitablauf für Vorarbeiten und letztendlich die entsprechenden Tests dann verwenden. Das heißt, wir haben für die eigentliche Migration der jeweiligen Systeme so einem ganz groben ca. 4 Wochen veranschlagt. Mit den entsprechenden automatisierten Tools, das Software Provisioning Managers oder Startup Integration Tools, ist es realistisch, dass es auch in dieser Zeit läuft. Aber an der Stelle würde sie dann an die Basis, gerade in die Basisberatung dann entsprechend weiterverweisen, beziehungsweise unsere Basispartner. Weil es ist dann individuell sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Das kann bei einem Unternehmen kann es relativ ja, kann das schneller vonstatten gehen, wobei das wird dann schon sehr knapp. Es kann aber auch Unternehmen geben, wo dann bestimmte Regularien es erfordern, dass noch eine spezielle Validierung gemacht wird in dem BW-System, was dann noch zu dem Ablaufplan mit berücksichtigt werden müsste. Genau. Ich hoffe, das Ganze ist soweit klar geworden an der Stelle. Wenn die Fragestellung geht, soll ein BW- und HANA-System implementiert werden, dann sind wir halt gerade bei BW-Systemen, die eine gewisse Größe haben oder einen gewissen Umfang und bestimmte Szenarien, die dann dort entsprechend abgebildet werden. Ja, von der Gesamtzeitdauer wird gerade die Zeitdauer angemerkt, anderthalb Jahre zu einem optimierten HANA. Ja, wenn man dann, also abhängig davon, wie schnell man das Ganze in den verschiedenen drei Zeitzonen dann entsprechend umgesetzt kriegt. Ne? Also das ist an der Stelle auch ein globales Projekt in dem Moment und dann sind solche Zeiträume dann auch zu berücksichtigen. Das ist richtig, ja.
Gut. Wenn jetzt keine weiteren Fragen an der Stelle kommen, dann kann ich mir mal. Ja. Klar. Dann würde ich mich an der Stelle auch recht herzlich bedanken für Ihre Teilnahme. Ich darf an der Stelle nochmal darauf hinweisen, auf unsere weiteren Webinartermine, sowie die Unterlagen, die dann in SlideShare oder auf YouTube dann entsprechend wiederfinden werden. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, Sie hatten einen informativen Webinar gehabt und ja, freue mich auf.